wenn Worte auf N enden, dass man das immer noch so lesen. Da haben wir gewonnen. Ja, meine lieben Freunde, damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lufia The Rules of Law, Folge 126, unfassbar. Ich habe ja die Befürchtung, wie schon in der letzten Session, glaube ich, erwähnt, dass das hier das längste Let's Play von C-Movie wird, zumindest was die Quantität der Folgen angeht. Ist das eigentlich richtig? Ich schmeiße mit Fachtermini um mich und habe gar keine Ahnung, was sie bedeuten. Jetzt muss ich mal bei mir, glaube ich, noch ein kleines bisschen oder ich schreie einfach noch lauter, wobei meine Aussteuerung ist auch gar nicht so. Ich weiß nicht, ich habe irgendwas hier in den Einstellungen richtig verbockt, aber ist egal. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben hier in der Grazer Fortress, wenn mich nicht alles täuscht, und uns war nicht so genau bewusst, wie es jetzt hier eigentlich weitergeht. Wieso hat Thomas 219 Lebenspunkte? Kann mir das mal bitte einer verraten? Ist auch egal. Ich würde mal schnell hier reingucken und gucke jetzt mal kurz. Den Raff haben sie schon gemastert. Siehst du, das ist nämlich der Punkt, weswegen ich hier reingucke. Und du bist, glaube ich, Mage momentan. Kann er denn sein, Rami? Sag mal eben. Ich drücke hier die Taste. Ah, ich muss B drücken. Entschuldigung. Genau, Mage. Und da bist du noch Expert drin. Oh, nur noch 6.200, 8.400, 30.000, 45.000, schön. Oh, Bau braucht nur noch 5.000. Das ist ja hervorragend. Alter, Bau hat Attacke 305. Was ist denn hier los? 266, 288. Wieso ist ein Bau der stärkste hier von allen? Das verstehe ich ja direkt mal überhaupt nicht, weißt du? Ich wollte eigentlich mal mit Rami, weil, bevor wir hier weitergehen, und ich weiß halt auch immer noch nicht, ob es richtig ist, ich hoffe das einfach mal, ich würde jetzt mal ganz schnell, genau, Skills, Rami mal kurz Teargas machen, dass wir hier nicht kämpfen müssen noch extra. Auch wenn wir hier, glaube ich, schon gekämpft haben, aber ist egal. So, dann cruisen wir mal hier raus. Ich hoffe zumindest, dass das hier richtig ist. Ja, sieht richtig aus. Hier bitte. Ich wollte eigentlich nicht kämpfen, aber was soll's. Ist ja nicht so schlimm. Wir haben die Enemy Surprise und natürlich, wie üblich, werde ich diesen Kampf drin lassen, weil die Musik hier einfach episch ist. Deswegen sollte ich trotzdem nicht vergessen, hier anzugreifen, denn davon lebt dieses Spiel nun mal, dass wir angreifen. Und Rami haut drauf und zieht unfassbare 0 Schadenspunkte ab, trotz 127 Attack, also Physical Attack. Und auch Thorma zieht nur 60 Lebenspunkte den Gegnern da ab. Das ist ein bisschen, naja, fast ein bisschen wenig, möchte ich sagen. So, der erste ist schon hinüber und wir haben es tatsächlich trotz zweimal Rapid Fire nicht geschafft. Ich würde jetzt mal ganz kurz... Achso, wenn ich jetzt hier rausgehe aus dem Fenster, dann nimmt er ja, muss ich mal kurz schneiden, Sekunde mal eben. So, wir sind wieder drin und jetzt geht's weiter. Thorma kann normal angreifen, denn wir brauchen jetzt keine weitere Agilität. Denn das Vieh sollte jetzt getötet werden. Beziehungsweise getötet finde ich an der Stelle immer ein bisschen blöd, denn ich sage dann viel lieber besiegt. Wir kriegen 4000 Erfahrungspunkte, also 4002, schmeißen die beiden übrigen weg und jeder kriegt hier unfassbare 800 sogar. Das ist nicht wenig, sag ich mal. Und wenn wir uns das so angucken, naja, DK braucht noch lange, Eldin auch, aber die anderen drei Kollegen sind dann wohl sehr bald dran mit einem Level-Up. Ich finde das übrigens ganz furchtbar, der, so sehr ich den Matthias Optenhövel mag, gestern hat übrigens, also... Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hat gestern Deutschland verloren. Ich glaube, wenn diese Folge rauskommt, ist es gar noch, auch noch nicht so lange her. So sehr ich den mag, ne, auch schon seit Jahren, Jahrzehnten schon, finde ich es ganz furchtbar, wie er manchmal redet. So dieses, ich weiß nicht, was das für eine, ob das ein Dialekt ist, irgendeine Art. Dieses, wenn Worte auf N enden, dass man das immer noch so, so lang zieht, so. Zum Beispiel lesen. Da haben wir gewonnen. So ein bisschen, weißt du? Also nicht dieses, sondern... Naja, du weißt, was ich meine, ne? Ich weiß gar nicht. Wir waren hier, glaube ich, überall schon drin und haben hier schon alles ausgeräubert. Ich wollte aber eigentlich erstmal aus dieser Stadt raus. Wir hatten ja hier schon mit allen gelabert, ne? Wobei, das kommt mir jetzt nicht so bekannt vor. Da war es das... Skyrim...
Skirmish, ich weiß es nicht, wenn als Parcelite eingefallen ist sozusagen. Kratzt das Mädchen, was machen wir in Time at a Time? Ich denke mal, sie haben herausgefunden, dass das der beste Zeitpunkt war, um anzugreifen. Für uns als Stadtvolk ist Krieg mehr als richtig oder falsch. Wie auch immer das zu deuten ist, ich habe keine Ahnung. Das ist aber nichts Neues, glaube ich. Ich weiß nicht, war ich hier überall schon drin, nachdem wir wieder hier sind? Seitdem wir wieder hier sind? Also, ja, mit dir habe ich schon geredet. Ich muss dir noch eine Antwort geben auf deine Frage, aber das gehört nicht hierher. So, hab mit euch allen schon geredet. Ich habe hier nichts mehr zu tun. Oh. Hier ging es nicht durch. Das ist natürlich doof. Ich wollte nur mal zurück, wieder aus der Stadt raus. Ist das möglich? Hier sieht's gut aus. Na, also. Tschüss. Und bye bye. Wie riesig das hier einfach alles ist. Wir können doch zurück, oder? Oder kommt jetzt wieder gleich einer an und sagt hier, Eldin, hey, lass uns mal hier bleiben. Würde mir ja direkt einer einfallen. Und konnte man hier nicht mal in den Wald? War das nicht hier? Und wieso eigentlich nicht? Oder war das hier an der Seite? Wieso ist unser Kopf halb in dem Turm drin? Naja, egal. Scheinbar nicht. Gut, dann lassen wir das. Ich weiß nicht, wieso die World Map jetzt eine andere Musik hat urplötzlich. Ich kann mir das nicht erklären. Und finde ich auch ein bisschen befremdlich, möchte ich sagen. Das war gerade schon wieder das Mikrofon, aber das Knarren ist euch ja vermutlich nichts Neues. So. Ich wollte eigentlich mal schnell nach... nee, hier überall gar nicht. Ich wollte mal hier drüben... Nee, nach Thar ist auch nicht richtig. Ich glaube, hier sind wir richtig. Old Well, genau, Gruberik, da wollte ich mal hin. Wo wir immer noch über den Seiteneingang rein müssen, was ich nicht ganz verstehe. Aber gut, das muss ich auch nicht. So. Na, Bau, willst du mal wieder ein bisschen hier bleiben? Guck mal, wir können hier was kaufen, nämlich Potions. Da sollten wir tatsächlich mal wieder welche kaufen, nämlich mal 4 Stück. Antidote haben wir noch 10, Wake Up Calls haben wir 10, Sanity Pills haben wir auch noch 10. Ich glaube, das war sinnlos, dass wir uns da mal so viel davon gekauft haben. Und mehr hat er auch nicht im Angebot. Come back soon! Was werde ich machen? Eventuell, vielleicht, unter Umständen. Jetzt würde mich mal schnell noch was anderes interessieren. Wir haben ewig keine Pflanzen mehr zerstört, deswegen habe ich das jetzt mal gemacht. Und zwar hier unten. Ihr seid ja die Blacksmiths. Bacchus! Spezialisiert in Machen von Ringen, Fortune Ring, one for you, yes please. Of all necessary materials. Bright Ore. Das ist natürlich echt toll, dass ich hier... Ganz kurz mal eben, Special. Wir haben doch die Bücher, können wir da nicht in die Bücher gucken, sag mal? Oder geht das nicht? Ich glaube, die haben wir einfach nur dabei und können da nicht reingucken, ne? Weapon Book. Any Reference Guide to Weapons. Helmets, Shields, das ist nur für Ausrüstung und für die Monster. Das ist natürlich blöd. Kann ich denn da nicht irgendwie reingucken? Weil ich meine, da müsste das Zeug doch drinstehen, oder? Hör mal. Achso, Monsters haben wir ja nicht. Okay, Options. Ach so. Cursor Position. Default. Memory. Keine Ahnung. Habe ich hier jemals in dieses Options-Menü geguckt? Hier kommen wir in die Bücher. Das ist natürlich sehr interessant. Es gibt 107 Waffen. Und wir haben ganz viele davon noch nicht. Das ist ja toll. Da war das No von der 105 gerade ganz komisch. Ich kann mir sie aber nicht genauer angucken. Das ist ein bisschen schade. Dann interessiert mich mal eher die Accessories. Oder Accessories, keine Ahnung. Da gibt es nur 34. Da haben wir auch einen Haufen noch nicht. Ich weiß nicht, wo wir die herkriegen sollen. Ja, ich weiß, dass ich die noch nicht habe. Ich wollte es trotzdem probieren. Bangle made of glass.
Das ist leider alles nicht das, was ich haben wollte. Ich wollte eigentlich so eine Art Rezeptübersicht haben. Die scheint es aber nicht zu geben. Das ist ein bisschen schade, um jetzt nicht Kacke zu sagen. Da habe ich letztens Pets geguckt. Also, ich glaube, der wurde sehr gehypt, der Film, aber... Ich meine, es sind ein paar witzige Stellen drin, aber insgesamt ist es eher so seichte Unterhaltung. Aber es gibt so ein paar Stellen, insbesondere die deutsche Synchronisation. Ich weiß ja, dass es da viel zu reden gibt. What order do you want me to create? Wenn ich jetzt Warteohr haben will. Don't have all the necessary materials. Crystal und Iris Water. Wo kriege ich den Scheiß denn her, bitte sehr? Ich meine, ich wollte eh nochmal wieder in die Ahnenhöhle. Da waren wir, glaube ich, das letzte Mal vor ungefähr 40 Folgen oder vor 30 Folgen, 35, weiß ich nicht. Es wird auf jeden Fall mal wieder Zeit, glaube ich. Vorher würde ich allerdings gerne... Wo war denn das? War das gleich hier? Nee, hier ist sie. Hier wollte ich aber auch nochmal hin. Ich wollte mir auch Monster fangen. Ich wollte jetzt mal so ein bisschen was außerhalb der Hauptquest machen. Ich muss mir jetzt mal angucken, was können denn Eldin und Torma jetzt Schönes erlernen für einen Job, sag mal. Mal kurz angucken hier. Die haben den Swordsman gemastert. Was kann man denn nach Swordsman werden? Beziehungsweise den hat nur Eldin gemastert, warum auch immer. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht so ganz, aber gut. Natürlich ein bisschen. Wie könnte ich denn mal Fighter? Naja. Nee. Also Swordsman ist ein bisschen blöd, weil hat Eldin schon. Und ich glaube, der hat da auch nicht so geile Sachen gelernt. Um nicht zu sagen, sinnloserweise. Ich würde mir mal wünschen, dass die Kollegin hier ein bisschen ich hätte mir nochmal angucken sollen, wie die Jobbäume aussehen, sag ich mal. Also was man, wenn man was gemastert hat, was dann der zweite Job ist, den man dann kriegen kann. Und sowas. Das ist ein bisschen blöd. Weil ich würde mir wünschen, dass Rami langsam mal Heal All lernt. Die kann einen Haufen Scheiß, braucht kein Mensch. Aber sie kann nicht hier, oh, sie kann nicht alle auf einmal heilen. Das ist doch Kacke. Das wäre sehr wichtig, dass sie das lernt. Ich weiß aber nicht, wie sie das erlernt. Ich habe keine Ahnung, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Na gut. Dann müssen wir jetzt mal gucken, was es hier gibt. Du müsstest ja der Swordsman sein, ne? Swordsman brauchen wir aber nicht. Your attack will go through the roof. Ready to learn? No. Come back if you change your mind. Ja, das wäre höchstens noch was für Torma, weil der ist da, glaube ich, weiß ich nicht. Mage? Braucht auch keiner momentan. No. No, thank you. So, was warst du? Du warst Priester. Brauchen wir auch alle nicht mehr? Weil das ist nichts, was Eldin und Torma lernen müssen. Wobei ein Heal Plus wäre natürlich cool, wenn sie das lernen würden. Weil dann könnten sie auch nebenbei mal heilen und das nicht alles auf Rami ablegen. Aber später vielleicht. So, was haben wir hier unten noch? Hier haben wir auch nochmal drei. Thief, genau. Thief war ja auch noch gar keiner. Und Martial Arts hat auch keiner gemacht bis dato. Want to learn my moves. Come on, how about it? Come on, change your mind. Ja. Und du warst Master of Mystical Arts. Offensive Magic. Das wäre was für Rami. Allerdings würde ich bei ihr gerne erstmal den Wizard oder Mage oder was auch immer sie gerade hat abschließen. Und ich sag mal, Offensive Magic bringt mir ja nichts.